Hallo alle zusammen. So, ich bin wieder mal unterwegs, heute alleine auf Skitour. Und wir gehen heute auf den Rofaien hoch. Das ist ein Berg bei Sissikon, hier Vierwaldstätter See unten. Und es ist eine recht schöne Gegend. Man kann hier recht hoch starten. Wir sind jetzt schon am Ausgangspunkt auf 1200 Meter. Es kommen jetzt nochmal ungefähr 1150 Höhenmeter. Und wie ihr seht, es liegt hier Schnee. Ist nämlich gar nicht so leicht, den in dem Winter zu finden. Also runter zum Vierwaldstätter See ist alles relativ grün. Und ja, von der Schwierigkeit her ist die Skitour mit S- bewertet. Muss alle also ein bisschen schauen von der Technik her, dass das alles funktioniert. Aber ja, kein großes Thema. Und wie gesagt, ich nehme euch mit. Schauen wir uns die Sache mal an. Ja, jetzt sind wir ein gutes Stückchen weiter. Ich sage immer wir, ich, also ihr und ich. Und der eigentliche Weg führt da unten durch das Tal, geht dann da hinten den Hügel hoch. Und ich habe entschlossen, dass ich schon ein bisschen früher hochsteige, weil da ein sehr schöner Hang war. Und quer jetzt hier etwas steiler rüber, damit ich nicht so viel Höhe verliere. Ja, und da vorne durch den Wald durch. Da ist auch schon eine Spur drin. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ich habe ursprünglich nicht so viel Lust gehabt, also als ich heute Morgen aufgewacht bin, so, ich habe den Wecker eigentlich auf 6:30 gestellt, damit ich pünktlich hier bin, war einfach nur Kopfweh und überhaupt keine Lust. Bin dann so eine Dreiviertelstunde später dann doch noch aufgestanden und ja, jetzt ist super. Wie immer, wenn man unterwegs ist, ne? So, ich mache mal weiter. Schauen wir mal, was jetzt als nächstes kommt. Bin sehr gespannt. Also die ganze Ecke hier um Sissikon am Vierwaldstätter See kann ich für Skitouren echt nur empfehlen. Also hier gibt es wirklich einige der schönsten Skitouren, die ich je gemacht habe. Ja gut, dann los geht's los. So, da seht ihr jetzt gerade das Waldstück, wo wir durch sind. Und dort geht die Aufstiegsspur hoch. Da. Und ja, wie ihr seht, bin ich am Spitzkehren machen. Da hoch geht's weiter. Bisher coole Tour. Wetter soll halten. Sehr schön. So, den Aufstieg haben wir jetzt hinter uns, den kleinen. Und da sieht man jetzt schon, dass wir ein bisschen tiefer im Gebirge unterwegs sind. Und tatsächlich vor meinen Füßen, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber da ist eigentlich ein See, der ist zugefroren. Lauft jetzt aber mal trotzdem nicht drüber. Sondern dahinter geht's hoch. Ihr seht schon, das ist relativ steil. Das heißt, ich würde das jetzt nur bei guten Lawinenverhältnissen machen. Wir haben heute einen Zweier an den niedrigen, von daher geht das easy. Ja, dann mal weiter. So. Wir haben jetzt die erste Siedlung erreicht, die hier oben ist. So eine kleine Alm, würde ich sagen. Und da hoch geht's zum Rofaien. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da links runter, hier, geht ein Gully runter. Ich würde gleich gerne mal schauen, ob man den abfahren kann, wenn wir oben sind. Aber ja, wenn es nichts wird, dann nicht. Wir haben jetzt hier noch ein paar steilere Querungen und ich habe mir meine Harscheisen montiert. Wird oben ein bisschen hart und windverblasen sein. Und ja, schauen wir mal, wie es jetzt geht. Da geht's hoch. So, sieht man da mal ein bisschen runter. Ich weiß nicht, ob ihr rüber kommt, aber ich bin ganz froh über die Harscheisen. Es ist recht steil. Und da sieht man, wie wenig Schnee eigentlich auf diesen Süd- und Osthängen liegt. Das ist brutal. Ja, wir haben hier noch Winterparadies. Und da laufe ich jetzt mal weiter hoch. Musik.
bin oben, hier mache ich jetzt mein Skidepot und dann laufe ich jetzt darüber zum Gipfelkreuz. Man sieht hier eigentlich einige sehr schöne Berge, unter anderem auch, glaube ich, 4000er. Es ist zu wolkig. Jetzt schauen wir mal, ob ich euch gleich vom Gipfelkreuz aus noch was zeigen kann. Aber die Aussicht ist grandios. Ja, Gipfel. Hinter mir ist Gipfelkreuz, üblicher Shot. Und ich zeige euch jetzt gleich noch das Panorama. Leider die ganz hohen Sachen sieht man nicht, aber es ist trotzdem sehr, sehr schön. Ich mache jetzt gerade meine Pause. Also ihr seht hier, habe was zum Trinken ausgepackt. Esse vielleicht gleich noch einen Schokoriegel oder sowas. Und ja, danach würde ich mich auf die Ski schwingen wieder und abfahren. Also wenn man nicht genieße, es hier noch ein bisschen in der Sonne zu sitzen. Aber wie gesagt, über kurz oder lang werde ich mich dann auf ins Tal machen. Ich habe die GoPro dabei, die packe ich mir wieder an den Kopf. Und ja, dann seht ihr das eh. Ach ja, genau, den Gully. Ich habe mir das hinten angeschaut. Da müsst ihr über relativ viele Wächten drüber kraxeln, damit ich in den Gully reinkomme. Das werde ich nicht machen. Ja, das ist einfach nicht wert. Jo, gut. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie das hier aussieht. Also von da hinten, beziehungsweise von da unten eigentlich, komme ich her. Ja. Ne? Die Schweiz. Schon sehr, sehr schön. Gut. Dann mal auf. Ah, so cool. So, ich habe jetzt ein paar Schwünge gemacht. So, mal schauen, wie der Schnee ist. Wir haben hier sogar ein bisschen Pulver. Und ja. Aufpassen, da wird es irgendwann eisig. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, da wo der Fels jetzt ist, muss ich schauen, dass ich rüberkomme. Und dann sollte gut sein. Puh. Ja, das wäre geschafft. So, da drüben sieht man jetzt wieder den Bauernhof, oder die Alm oder was das ist. Und ich düse jetzt da mal runter. Es ist gerade so schön, schaut euch das Panorama an. Ich hoffe, ich habe die Kamera einigermaßen schlau eingestellt. Ohne Schieben.
So cool. Ja, wie ihr seht, das Stück hier ist jetzt nicht sonderlich aufregend, weil es einfach nur ein Waldstück ist, aber hey. Da ist wieder die Aufstiegsspur. So. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, über die Forststraße abzufahren. Ja, man weiß es ja nicht. Und ich habe nicht so viel Lust, mir relativ neue Ski hier zu versauen. Das heißt, Ski aus und rüberlatschen. Wobei es eh besser ist, als ich mir vorgestellt habe. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich hier eine ganze Lage hochlaufen muss. Mit den Skiern am Rucksack. Aber war ja soweit alles okay. So. Drüben kann ich meine Skier wohl wieder anziehen. Ja, schaut gut aus. Wie gesagt, ich war hier schon öfter auf Skitour. Habe mich schon gewundert, wie der Bereich aussieht. Aber so nass hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja gut, weiter geht's. Ja, und damit bin ich wieder am Auto. Hat alles gut funktioniert, wie gesagt. Ich wäre jetzt wahrscheinlich am Ende eher über die Forststraße abgefahren, wenn ich es im Vorhinein gewusst hätte, aber hey. Ne? Und ja, ich sage vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich zeige euch jetzt nochmal, wo wir heute waren. Und zwar da hinten auf dem Berg da oben, da, auf dem da. Und ja, und durch die Spalte sind wir durch. Das war das, wo die, na, ja, das war das, wo die Häuser waren. Und ja, wie gesagt, danke fürs Einschalten. Und ich denke, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut.